Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe diesmal wichtige Informationen für euch, für alle Betroffenen. Meine Situation ist ja, dass ich restlos ausgebucht bin, in der Regel keine Einzelsitzungen mehr mache und dass es tendenziell schwierig ist, einen Platz in den Veranstaltungen zu bekommen. Und was ich euch in dem Video gerne mitteilen möchte, ist, dass meine erste Lehrerin inzwischen wieder mit Einzelsitzungen, Gruppenarbeit zur Verfügung steht und das möchte ich euch weitergeben, diese Information. Es gibt also eine weitere Anlaufstelle, die ich zu 100% unterstütze und um wen es da geht, das ist Adima, die Satsang-Lehrerin hier aus Deutschland, die inzwischen in Westaustralien lebt, in der Nähe von Perth. Und sie bietet zusammen mit ihrem Mann Sudeva Skype-Sitzungen an und Sitzungen vor Ort in Australien. Sudeva ist englischer Geistheiler, auch Traumatherapeut. Beide kennen das Traumawissen, die Polyvagaltheorie, die Namenstruktur und haben den spirituellen Kontext. Und wir teilen alle drei das gleiche Verständnis oder zum größten Teil das gleiche Verständnis, was Trauma angeht. Der Unterschied ist nur, dass Adima auch Satsang-Lehrerin ist im Gegensatz zu mir. So, und das ist halt eine Kombination, die ich absolut unterstütze und wo ich sage, das ist die Idealkombination, weil eben alle Ebenen abgedeckt sind. Wenn ihr Adima kontaktieren wollt, am besten über die Webseite oder Sudeva natürlich auch. Sie stehen ja beide zur Verfügung. Und die Webseite ist www.adimasudeva.com. Könnt ihr auch sehen, hier eingeblendet und auch in der Beschreibung. Da könnt ihr euch ein Bild machen über den Werdegang. Und wenn ihr wollt, Termine vereinbaren. Ja, in erster Linie über Skype ist natürlich das Einfachste von Deutschland. Also das würde ich euch ans Herz legen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, echte Hilfe zu bekommen. Und natürlich, die Arbeit ist nicht so wie meine. Da gibt es natürlich in der Form was anderes. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist aus meiner Sicht sehr ähnlich. Und ich unterstütze die Arbeit voll und ganz. Was ihr hier seht, das hier ist eins der Tibetan Piling Tankas und Adimas und Sudevas Arbeit basiert zum großen Teil auf Tibetan Piling, aber wie gesagt, auch die Namenarbeit und generell das Traumaverständnis ist dabei und ich kann euch nur ans Herz legen, nutzt die Möglichkeit. Ja, also solche Angebote, die gibt es eigentlich fast nicht und ihr seht, wie viele Leute die Videos aufrufen, also nutzt es. Das ist mein Vorschlag. Es ist eine weitere Möglichkeit, wirklich kompetente Hilfe zu bekommen. Durch Adima fing bei mir alles an, das kann ich ja vielleicht auch noch sagen. Ich habe über Adima Kontakt zu Osho bekommen. Ich habe die Information über die Polyvagaltheorie von ihr bekommen und auch zu dem Namenbuch. Deswegen kann ich sagen, alles, was ich anbiete, ging von ihr aus. Zumindest hat sie mir die Informationen gegeben. Ja, also, meldet euch dort, Kontaktdaten habt ihr und dann schaut mal, was dabei entsteht.